So, bevor wir jetzt hier in die Zentrifuge hier springen, also in das Teleporter-Ding, bin ich nochmal kurz zurück, weil mir ist bei der Aufnahme, als ich von der letzten Folge, als ich sie geschnitten habe, aufgefallen, dass ich eine Kleinigkeit übersehen habe, die ich jetzt noch schnell nachholen will, bevor ich sie wieder vergesse. Und zwar müssen wir dazu nochmal hier rein. So. Hier rum. Und hier habe ich Handschuhe übersehen. Die sind etwas besser als die Nomadenhandschuhe, deswegen kann die mein Brenno hier mal anlegen, da hält er ein bisschen mehr aus. Das kann er nämlich bei den Spinnen gut gebrauchen. Und Fackel geht aus. Ach, die können wir mitnehmen. Nimm sie mal auch in die Hand. Hoch, da geht's nicht lang, da war falsch. Hier geht's lang. Die brauchen wir jetzt mal nicht an. Ich höre schon wieder Spinnen anklicken, den blauen Kristall. Sondern einfach mal hier weiter. So. Das Gitter hier ist neu. Die Zentrifuge. Was? Teleportiert uns wieder hierher. Oh, ein Stein. So, jetzt können wir hier in die Mitte gehen und können uns erstmal hier umgucken. Die Tür wird von der anderen Seite aufgemacht. Hier liegt ein Venom Edge, also ein Giftdolch, der verschießt Gift. Ist praktisch. Und dann können wir mal hier die Fallgrube runtergucken. Und wir sind wieder hier gelandet. Toll. Dann werden wir wahrscheinlich, wenn wir... wo war die Zentrifuge? Hier. Unterspringen. Auch da unten landen, ja. Also wieder hoch. Und auf die Zentrifuge. Und jetzt warten wir, bis sie vorbeigekommen ist. Und es passiert nichts. Warum passiert nichts? Normalerweise, wenn wir da auf... Okay, die Tür schnappt immer wieder von selber zu. Normalerweise, wenn wir da was drauf liegen, müsste die Tür aufgehen. Oh, da ist ein Schalter. Der ist neu. So, was machst du denn? Okay, du sorgst dafür, dass die Tür aufgeht. Dann können wir ja jetzt. Ah, das hat's nicht. Habe ich nicht hingelegt. So, jetzt aber. Schnell durch. So. Jetzt können wir von hier nämlich aufmachen. Und uns den Stein wieder schnappen, weil. Der wird irgendwie hin und her teleportiert. So. Merke ich gerade, bevor die Tür da ständig auf und zu geht, machen wir den lieber mal weg. Und gucken uns hier Spinne. Okay. Hier ist eine Tür. Da ist die Zentrifuge. Da ist ein Einsturz, den wir schon markiert haben. Von der anderen Seite. Und hier ist noch ein Einsturz. So. Dann bleibt also nur die Spinne hier hinter ihren Eiern. Ja. Schon wieder mich getroffen, muss das sein. Und schon wieder mich getroffen. Ah, das war ein Jet. Aua. Jetzt hat es meine Magier fast getötet. Und das war nicht gut. Obwohl, wir haben es gerade noch so geschafft. Ich will eine ein Opfer. Ein Pfeil. Und ein Ei noch zu schlagen. Dann gucken wir mal hier.
Sind hier Knöpfe an der Wand? Nein. Okay, das macht die Falltür auf. Also sie wollen ein Opfer. Dann opfern wir ihnen doch mal Schneckenfleisch. Und wir kriegen eine Seidenhose. Die kann sie mal anziehen. Dann kriegt er mal eine ordentliche Lederhose und der Lendenschutz bleibt da und ein Schlüssel. Ach, und unser Schneckenstück. Was passiert, wenn wir das nochmal runter? Dann kriegen wir ein Secret. Schriftrolle der Unsichtbarkeit. Schneckenstück. Was bringt die denn? Dexterity plus 1 und Dodge plus 1. Na, das kriegt doch mal unsere Diebin. So. Das war jetzt blöd. Jetzt ist unsere Magierin am Gift gestorben. Das heißt wieder zurück. Zum blauen Kristall. Schlechter hätte es nicht laufen können. Da passt man einmal nicht auf. Klicken und sie ist wieder da. Dann machen wir doch mal, da wir jetzt hier die Abkürzung nehmen können, also uns nicht da durchprügeln müssen. Was heißt durchprügeln? Durch die Vorderzentrifuge durchkämpfen, so würde ich das sagen. Haben wir es jetzt ja etwas leichter. Und ich wurde vergiftet. Also Brando hier wurde vergiftet. Dafür hat er hier aber einen schönen Chap verpasst. Und Talisa hat ein Level Up. Sehr schön. Machen wir das doch mal. Alles auf Assassination für die Reach Attack. Sehr schön. Jetzt kann sie nämlich den Dolch in die Hand nehmen. Und in die andere Hand gebe ich einfach mal Schuriken, dass sie für alle Fälle was zu werfen. Ja, jetzt kann sie von hinten aus angreifen. Sehr schön. Macht damit 8, zwar nur 8 Schaden, aber besser als nichts. So, hier brauchen wir 2 Schlüssel. Ich höre eine Spinne. Ich höre mehrere Spinnen. Ich sehe Spinneneier. Steckt sich hier was? Irgendein Knopf oder so? Nein, und liegen tut hier auch nichts. Oh, das war jetzt gerade ein toller Effekt, so zu gucken und dann weiterzugehen. Okay, hier hinter sind definitiv Spinnen. Okay, hier mache ich das folgendermaßen. Tür zu und schlafen. Ja, das ist etwas komisch, aber ich will nicht rauslaufen, weil sonst habe ich die 3 Spinnen dann am Hals. Die laufen dann hier frei herum. Und die könnten mich dann einkesseln. Nee, das riskiere ich lieber nicht. Ich heile mich einigermaßen hoch. Und verklicke mich wild panisch und sterbe dabei. Ja. Also will rück zum blauen Kristall. Hier kann ich eigentlich in der Zentrifuge kurz stehen bleiben. Das war jetzt blöd gelaufen. Schon wieder tot und zurücklaufen. Ja, ich sagte ja, ich mag die Spinnen absolut nicht. Aber wir haben Level Up gekriegt, also plus 1 Dexterity ist mehr Evasion für mich. Für meinen Brenno hier. Wie viel hat er denn jetzt? 8. Und sie hat ein Level Up, also heißt das jetzt Eismagie.
Reicht das schon für... Jawohl, das erleichtert uns die Sache doch einiges, wenn wir einen Frost bolzen können. Zum Glück erinnere ich mich noch an den Zauber. Und ja, ich warte jetzt nicht, bis ich vor lauter Reden irgendwo runterfalle. Ich warte jetzt nicht, bis ich eine Schriftrolle finde, auf der er erklärt wird, sondern ich benutze ihn einfach so. Also, dann wollen wir doch mal sehen. Die Spinnen, die waren hier. So. Könnt ihr euch nicht wehren. Oder auch doch. Und Tarion hat ein Level up. Kriegt er 2 Punkte in Rüstungen. Und 2 Punkte bei Maces. Kriegt er bei der nächsten Stufe Heavy Armor und dann kann er schwere Rüstungen tragen. Dann kann er die beiden tragen. So. Ah, nur weiter spinnen töten. Das war der falsche Zauber. Schnell die Tür zumachen. So, kriege ich noch einen? Ich habe schon wieder den falschen Zauber benutzt. Jetzt muss ich mich dringend mal umgewöhnen. Out of Energy. Das ist natürlich blöd, Out of Energy zu sein. Ja, vor allem, wenn jetzt auf einmal alles schneller wird. Warum auch immer. Und wieder ein... bla. Wieder ein Windenschutz. So, komm raus, Spinne. Immer noch Out of Energy. Out of Energy ist doof. So. Immer schön um sie rumtänzeln. So. Und Eier zerschlagen. Und hier haben wir ein Huntsman Cloak. So etwas essen. Evasion plus 4, Dexterity, Vitality. Ja, den sollte ich dringend anziehen und den anderen geben wir bei meiner Schurkin, Diebin. Und da ist der zweite Schlüssel. Ist schön. Ein Blutstropfen. Und hier ist ein Secret aufgegangen. Maulwurfsfleisch und ein Rundschild macht Evasion plus 7. Man kann das Legionärschild mal da bleiben. Obwohl ich das ziemlich gerne in die Hand nehmen würde, so dann trägt 7 mal die Fackel. Ah, ich bin überladen, dann gib mal die Handaxt und schneck ein Stück an ihn ab. Jetzt ist er auch fast überladen. Wir müssen dringend mal, wenn wir hier mit dem der Etage durch sind, etwas ausmisten. Aber gehen wir mal weiter. Jetzt müssen wir zurück zu der Stelle, wo die Tür war. Genau, und ich höre schon Spinne dahinter. Hoch. So, kann ich sie backstabben? Nein, ich verfehle sie dauernd. Wie kann man eigentlich ohne Spinne verfehlen? So. Und ich hätte das Gefühl, hier war noch eine Spinne. Fackel.
Fackel war hier, an das erinnere ich mich auch noch. Genau. Dann geht da nämlich eine Geheimwand auf. Die Tür geht zu. Und damit machen wir nämlich das hier auf. Und haben sogar noch ein Pergament von Lord Peril gefunden. Das lese ich aber beim nächsten Mal erst vor, obwohl ich lese es jetzt schnell. Ich war schon immer stolz darauf, größte Gefahren ins Gesicht zu sehen und andere Männer damit zu konfrontieren, dass sie sich davor geweigert haben. Aber ich beginne zu begreifen, zu glauben, dass die Expedition nicht weise war. Wir dachten, wir sind gut vorbereitet. Und unter anderen Umständen hätte ich geglaubt, dass wir es wirklich gewesen sind. Aber hier ist ein uralter, unbekannter Platz. Die natürliche Ordnung der Dinge ist nicht richtig hier, Lord Peril. Okay. So, ich würde mal sagen, wir gehen noch schnell gucken, was in der Eisentür war. Das will ich jetzt nämlich noch schnell sehen. Das ist nämlich hier. Dazu müssen wir nämlich nur die Fackel wegnehmen und kommen auf die andere Seite. Ja, hier sind erstmal Pfeile. Und hier sind Chitin Gloves. Also Chitin-Handschuhe. Sehr schön. Protection plus 9. Ha. Dann kann sie die Handschuhe haben und sie die Handschuhe. Sehr schön. Das ist das erste Set-Teil des Chitin-Sets. Gut. Dann würde ich sagen, speichern wir hier und sehen uns gleich wieder.